Als halb von Santa Barbara liegt ganz versteckt einen besonderen Ort. Ein Rastplatz, den ich gerne zum Pitstop anpeile. Ja, okay. Ich bin hier an der Cold Springs Tavern. Ich hielt heute bei der Old Coach Tavern an. Ein alter Stagecoach-Stop aus dem 18. Jahrhundert, der zum Restaurant umgebaut wurde. Komm einfach mit. How you doing? Oh, pretty good, how about you? Doing well. You having a good ride? Ah, definitely. Fantastic. Die Taverne zu kalten Quelle erhielt ihren Namen von der näherliegenden natürlichen Quelle. An Wochenende ist dies ein Lieblingsplatz von Bikern, die hier gerne mit einem kalten Bier auftanken. How's it going? Menschen, die sich kennenlernen, sind freundlich und genießen die Atmosphäre über ein kühles Getränk. Heute ist das Wochenende und viele Leute kommen her. Was rieche ich? Ich bestelle mein Tri-Tip-Sandwich. Okay, im Restaurant wird herzhaftes Essen angeboten und ich kann euch mein Lieblings-Sandwich anbieten. Das Tri-Tip-Sandwich schmeckt gut auch. Howdy, my man. Hey, how you doing, bro? Sehr gut, sehr gut. Right on. I'm a little bit hungry. Okay, sicher. Man braucht Bier mit einer Tri-Tip-Sandwich. Hallo, danke schön. Bitte. Ich habe das Karte für den Sandwich. Hola, Senor, how are you? Good. Very good. You ready? Yes, sir. Okay, let's gonna order one. What's the kind of meat that you're using here? It's a beef. Okay. Jordanos. What kind of wood are you using? Red oak. Red oak. So red oak gives it that special flavor. Yes, sir. It's delicious. It's delicious. How long is the meat on the fire? 45 minutes. 45 minutes of just smoking in the red oak. And the red oak, and then put at the top. And this place is famous for the tri-tip sandwich. It's the best in the Santa Barbara. Is the best in Santa Barbara. Yeah. Okay, how many years have you been working here? 14 years. 14 years, and you know is the best. Yeah. Okay, well, wonderful. What's your name? Medinel. Medinel. Yeah. Mucho gusto, Medinel. Ist vor 14 Jahren hier und sagt, hier ist die besten in Santa Barbara. Okay, the proof is in the pudding. Ah! Das hat gut geschmeckt. Thank you. Ich kann nicht warten. Barbecue sauce and horseradish and salsa. Okay, and that. Put the three together and it's so good. Okay, all right, I'm gonna try that right now. All okay. Right. Muchas gracias. Thank you very much. Und wie Emma? Die Soße macht den Unterschied. Okay, der Mann hat mir gesagt, wie sagt man auf Deutsch Horseradish? Ich weiß es nicht. Horseradish. Und Barbecue. So come on, mate, grab your plate, let's have a barbecue. Ja. Wir sind im Himmel. Was für eine wunderbare Rastplatz. Du wirst nicht enttäuscht sein.
and the smoke gets in your eyes. He stands on tight. Und vielleicht, so wie ich, diesen Platz zu deinen Lieblingsarztstärker machen. So come on, mate, and grab your plate, let's have a barbecue. Oh, come on, mate, grab your plate, let's have a barbecue.